wusste ganz genau Bescheid über die. Hast dir trotzdem noch geholt. Seitdem du erfahren hast, es wird dagegen nicht vorgegangen, hast du dir deine Taschen damit voll gestopft. Ich meine, das spricht ja nicht dagegen. Wenn die sagen, wir machen nichts dagegen, ist ja gut. Ich habe ja meine Taschen auch voll gestopft damit. Also, ich bin wenigstens ehrlich. Ich wusste ganz genau, dass sie erhackt waren. Die haben, aber als ich dann gelesen hatte, wir gehen dagegen nicht vor, also gegen die ercheateten Items, weil die jetzt auch schon verkauft worden sind. Ja, es waren ja nicht nur die Raumzeitkristalle, das waren ja auch die... Das waren zu 90% die Raumzeitkristalle. Ja, gerade die ganz großen Stacks hier von 200ern und so was. Ja, aber es gab auch die antiken Goldkisten und Stahlkisten. Also alles, was billig war, habe ich damals wirklich meine Taschen gefüllt damit, bis nichts mehr ging. So, ich bin wenigstens ehrlich, aber ist ja auch nichts dagegen. Es ist ja nicht gegen die Regel. Wenn sie sagen, wir machen nichts dagegen, dann darf man sie noch kaufen. Genauso wie ich damals, wo es den Bug gab, ihr Erhitzer versiegelt, dass man die kaufen konnte. Ey, ich habe mir meine Taschen damit gefüllt, ging gar nicht mehr, ja? Ja, rausgekriegt hast du auch nichts Besonderes, glaube ich. Doch, doch. Ich hab da ganz schön Knete plus gemacht. Ja, das auf Erhitzer ist auch gut. Das konnte ich heute auch gut bestätigen. Der zweite Erhitzer gekauft und ein Sonnenmeister Ellipse von Raven erhalten. Ja, und gleich offscreen muss ich dir halt noch was sagen. Wenn dann halt eine kurze Pause drin ist. So. Uns ist gerade nicht aufgefallen, aber wir sind gerade schon im zweiten Part. Oh. Also herzlich willkommen wieder beim Ellsworth Ara Hahn LP und natürlich mit an Bord ist Cedric. Oh ja, ich mal wieder, ne? Es gibt ja auch keine gescheuten Menschen mehr. Keine gescheiten Menschen? Ja. Oh, wenn man Mieke heißt, ist das ja auch kein Wunder. Ja, sorry, der tut. Die Leute, die wirklich gnadenlos ehrlich zu mir sind, nicht zu ihm, tut er runtermachen. Aber dass er vielleicht nicht ehrlich zu den anderen Leuten ist, das kommt ihm vielleicht nicht in Sinn. Ich sag zu dem Thema nicht. Ich auch nicht. Auch nur gerade. Hast schon Stellungnahme enorm. Ja, falls wieder irgendeine Frage aufgeworfen wird und deswegen. Besonders die Leute, die sich jetzt versuchen, zu Weihnachten einzuschleimen. Das finde ich komisch. Na, das wäre ja nicht so gewesen. Das ist doch nur ein Witz gewesen und solche Geschichten. Aber wie gut, ich habe das alles gescreent. Das kannst du dir alles mal angucken. So. Wobei, was muss ich denn jetzt als nächsten Quest machen? Wenn du kein Epic hast, dann solltest du hier erstmal auf dem Feld trainieren, bis du halt ein Level up hast. Kobo, Freund im Gange. Benders Höhle normal habe ich gerade. Als Epic? Ja. Wir waren doch gerade eben noch bei Lord Robo. Ja, den habe ich bloß gemacht, weil ich gar nichts hatte, deswegen. Achso. Und ich mit Experte kann ich ja halt relativ gut leveln auch. Dann hau rein. Mach ich doch schon. Du bist hier gerade gemetzelt. Gut, dass ich gemetzelt wurde. Ich habe fast das falsch eingestellt. So. Es war Abwasserkanal. Ich hab immer wieder den Arsch gerettet. Sobald meine Ara sehr hoch vom Level ist, passiert mir nichts mehr. Naja, außer im PvP, wenn ich dich wieder vermöbel. Wobei werden wir jetzt erstmal, ich schätze jetzt mal eher, wir werden jetzt relativ bisschen was mit Ara auch machen, weil gerade ist auch Event, das würde ich euch auch empfehlen zu nutzen, denn mit dem Event kriegt ihr mehr Erfahrungspunkte und ich meine, ich habe jetzt innerhalb von 8, 9 Parts schon Level 19 erreicht. Wenn ihr euch Chang anguckt, da war ich noch nicht immer in der kurzen Zeit dort. Ja, aber auch so gesehen, ich glaube, wir machen auch mehr Ara, weil ist mal was Neues ist. Ich meine, Chang kennt ihr mittlerweile schon auswendig und.
Ja, aber mein Chang-LP geht deswegen trotzdem weiter. Aber ich habe halt, Ja, ich aber habe ich würde es jetzt. erstmal so bis Neujahr erstmal pausieren, sodass da mehr ARA-Parts sind, so weil es ja neu ist. Ja, ich will das eigentlich so halten, dass zwei Parts pro Tag kommen. Da ich ja jetzt nicht arbeiten muss, kann ich halt zwei ARA, zwei Chang und halt neues LP nehmen. Und dann im Neues Neujahr. LP, welches willst du jetzt machen? Ich will Limbo jetzt dazwischen reinschieben mit. Theoretisch vielleicht auch einen Tag komplett hoch, aber muss es mal schauen, weil mir fehlt das Ende. Ich kann da nur mal weiter. Ja, also bei Limbo ist es so, da musst du wirklich logisch denken. Du musst logisch denken. Du musst immer so räumlich und logisch Ja, denken. das habe ich ja gemacht, aber irgendwie gab es da wirklich keinen Weg, wo man lang konnte. Und das ist ja das Komische dran, als wenn da irgendwo ein Bug ist. Ich werde es So. mir mal ansehen, dann werde ich dir vielleicht helfen können. So, und weil wir ja auch gerade so am Ankündigen sind, das nächste LP wird Saints Row 1 bis 4 sein. Ihr habt richtig gehört, 1 bis 4. Die genaue Zusammensetzung 1 werde ich nachkommentierend machen, weil da kann ich mit Cedric halt das auch machen. So, Teil 2 bis 4 wird halt komplett zusammengearbeitet, weil Teil 1 gab es nur für Xbox und Cedric besitzt da der Herren keine Konsole und es gab da, glaube ich, auch keinen Koop-Modus, wenn ich mich nicht täusche. Nee, Korb gab's da glaube ich noch ja nicht. Es war erst ab 2 eingeführt worden. Genau. So, und dementsprechend wird das halt dementsprechend so gemacht. Und wie die genaue Zusammensetzung ist, wie was hochgeladen wird, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Aber es wird schätzungsweise halt komplett aufgenommen hintereinander, weil es nicht wirklich allzu lange dauert, das Spiel zu machen und wir da re eigentlich relativ schon, naja, profihaft einfach das Spiel durchrotzen. Ist auch nicht So. sonderlich schwer, finde ich. Also Saints Row 4 ist da mit den Quests eigentlich noch simpler gehalten als Saints Row 3. Aber ich finde, die Schwierigkeit ist da wirklich herabgegangen. Ja, durch die schon alleine durch die Kraft hier, die Spezialkräfte da. Ja. Aber Finde ich wir aber dürfen ja geil schon auf irgendwie. 5 gespannt sein, ob wir da immer noch die Simulation betreten müssen. Oder ob es jetzt nicht so ist. Den Gerüchten zufolge soll es eine Vertonung gegeben haben mit einem Schauspieler. Und Vertonung heißt halt so viel, dass es halt schon so gut wie fertig ist und jetzt die Stimmen dazu gebraucht werden halt, um das Spiel fertig zu machen. Aber genaue Angaben weiß ich nicht und daher es ist als Gerücht anzusehen. So. Ach ja, die ganzen Spielemythen. Ist Mario ein Anti-Held? Warum Naja. wird Peach immer entführt? Werden wir Peach alles geht erfahren. freiwillig, Peach geht freiwillig zu Bowser. Schade, dass ich mir das gestern nie gespeichert habe, was mir gerade eingefallen ist. Was? Das Also wirst du schon gerade. wieder so ein ganz bestimmtes Video. Nee, nee. Bild. Du Pfui. Wobei ich hab. Ja, man weiß bei dir immer, was es um was es sich handelt, wenn du sagst Bild. Wobei ich hab da was mit Yoshi. Naja, war ja klar. Falls. Yoshi muss natürlich auch mal beglückt werden, ne? Ja. So. Ich würde sagen, wir machen erstmal jetzt hintereinander weiter. Ja, ich weiß auch nicht, wann ich jetzt Kuchen essen muss. Es ist ja Heiligabend und meine Familie will auch noch was von mir haben. Naja, da gibst du denn am besten dein Arm oder dein Bein. Weil zum Zocken brauchst du die Hände, also würde ich das Bein eher empfehlen. Ja,
Ich glaube nicht, dass sie ein Bein. Ne? Obwohl, Bauchspeck hat mehr Säfte, also ich würde eher einen Bauch empfehlen. Ah, toll. Ups, falsche Richtung. Zack. Alter, jetzt klatscht der mich um. Wie fies ist das denn? Was für ein Arsch. Und mir ist aufgefallen, dort wo ich richtig Wut kriege, das gefällt den Leuten. Warum auch immer. Ja, keine Ahnung. Wisst ihr auch ja noch. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ob es dieses Wut-Ding war oder meine Stimme am Anfang. Den Part suche ich immer noch. Den wollte ich eigentlich mal extern hochladen als Kanaltrailer. Aber irgendwie ist der verschwunden. Nee, den suche ich auf meiner Festplatte, dass ich ihn hochladen kann. Hallo! Wie so ein besoffener Hund. Nee, das ging so. Herzlich willkommen! Boah. Herzlich! Das ist richtig komisch, wenn man das so nachmacht, ey. Ich find's irgendwie lustig. Aber darauf fällt mir aber auch was Besseres ein. Ich bin wenigstens nie so schlimm wie manche andere, die dann so richtig fluchen, wo es dann so geht. Ja, ja, es kommt auch. Oh nein, weißt du, also das ist ja richtig schlimm, sowas. Ich war's nicht. Nee, ein gewisser Mieke. Kein Moment. So, wir gucken gleich mal, welche Dungeon wir noch brauchen. Wieder bin das Hölle. Sind diesmal der Epic bestimmt? Der Vampir. So. So. Oh jo. So. Aua. Greifst du mich an, du? Ich wollte starten, ich war aber leider gerade nicht da. Ich weiß. Ja. Boah, meine Stimme ist gerade voll weg gewesen. Ich weiß. Tut das Not, dass du so laut bist? Alter, wollt ihr mich jetzt echt verarschen? Jetzt bietet einer. Ah nee, der will's verkaufen für den Preis. Ich habe gerade gelesen, Aisha Ellipse für 700 Kaka. So. Was wollte er jetzt haben? Wollte ein Typ für 700 Kaka seine Ellipse verkaufen, Aisha. Ja. Ja, ich meine aus der Gilde. Hast ein paar Vago-Rüstungen? Ich? Vago-Rüstung? Nö. Nö, hab ich keine. Oder? Doch, ich hab was auf dem Elsword, glaube ich, liegen. Ich glaube für Elsword war das. Ja, es kommt ja langsam Leben in die in dieser Gilde rein, ne? Wobei ist es ein bisschen, hätte er sich eigentlich Belder Miliz sparen können, in der E-Waage holen. Ja, Belder Miliz ist aber davor noch, für 3-4 Level. Ja, das bringt's ja, 3-4 Level. Da hätte ich auch noch andere genommen. Ich hab mir übrigens so überlegt gehabt, ich nehme mein, Raumzeit-Ding und mach's für Ara. Ich hab's ja noch als Coupon. Das ist auch eine Idee. Aber welches war nochmal besser? Zeit oder Raumzeit? Raumzeit, oder? Zeitraum. Warte. Raum. Raumherrscher. Raumherrscher und Zeitherrscher meinst du, ne? Es gibt ja. Zeitherrscher ist das schlechtere, Raumherrscher ist das bessere. Und mit Raumherrscher kannst du dann zum Raumzeitherrscher hochleveln. Also gut. Hochkräften. Mhm. Das ist dann das Beste, Raumzeitherrscher. Das erste, was ich wahrscheinlich machen werde, wird wohl die Waffe sein. Habe ich ja auch. Also ich habe ja schon Bälder. Muss noch hameln. Ja, das Problem sind ja diese Würfel. Die kriegt man ja nicht jeden Tag so viele.
Du hast doch eine Menge. Ja, ich meine die anderen Würfel. Ach, du meinst die Raumzeitsplitter. Die Fragmente, ne? Fragmente, ja, meinte ich ja. Oder kann man immer jeden Tag so viele wie Male rein und jedes Mal Würfel kassieren? Nee, nur einmal pro Tag, das ist eine Daily. So. So. So, wieder alles einsammeln, weil bringt alles Kohle hier. Kohle, Kohle, Kohle krieg ich gern. Kohle, Kohle, Kohle hol ich mir von der Bank. So. Ey, warum hänge ich immer in diese Tür? Katap. So. Für alle, die Interesse dran haben, ich werde per Google eine Liste veröffentlichen mit Coinsellern, die vertrauenswürdig sind, beziehungsweise halt sicher sind. Ich habe da mit einigen Leuten gestern gesprochen und die haben nichts dagegen. Und dementsprechend werden auch die Namen direkt auftauchen. Denn es wurden ja öfters mal sehr viele Leute abgezogen oder gescrammt. Und da haben wir auch keinen Bock drauf. Und ich meine, da sind unsere Leute dann dementsprechend wahrscheinlich sicher damit. Was heißt hier wahrscheinlich? Die sind sicher. Also meine Leute, mit denen ich immer selle, ist halt klar. Ja, ich suche mir immer welche und überlege dann, sind sie sicher, sind sie nicht sicher? Mach zusätzlich noch Videoaufnahmen, dass ich, falls ich, wenn ich gescrammt habe, für den Support eine hier Beweismaterial habe. Kopftuch der Bendersmann. So. Was kann man noch so sagen? Ja, wenn ihr irgendwelche Hilfen braucht für Leveln, PvP haben wir schon mal erwähnt, für vielleicht YouTube-Sachen, sowas wie Text oder Beschreibung könnt ihr euch gerne auch an Cedric wenden, also Fire Gino in dem Fall. Und er kann euch vielleicht kleine Tipps geben, wie ihr halt ein bisschen besser auf euren Beinen steht. Man siehe bei ihm, die Beschreibung und die Titel haben sich auch ein bisschen geändert. Erstens das und ich stehe jetzt auf mit Ara Hahn auf Seite 1, auf 1 und 2 mit 4 Videos. Also, ich sag mal so, wenn man so getaggt wird, beziehungsweise die Titel legt, das ist schon mal sehr gut irgendwie. Halt, da könnt ihr damit halt auch was reißen in Sache YouTube. Titel und Text. Und natürlich auch die Beschreibung sind das Wichtigste, was man in YouTube hat. Natürlich ja auch die Videoqualität, aber man muss ja erstmal gefunden werden, um halt das Video zu sehen. Demnach ist eigentlich der Titel schon das Ausschlaggebende. Ja, man sollte aber auch hingegen die Lizenzen zum Videoaufnehmen haben, weil ja man kann durch YouTube auch ganz schön Ärger kriegen. Hatte ich noch nie, werde ich wohl noch nie. Weil das derzeitige Content-System haben sie ja jetzt irgendwie angezogen und da sind sogar selbst große Let's Player, YouTuber an sich geflaggt und gestrikt worden. Und habt ihr damit... Und dabei haben sie die Lizenzen sogar. Ja, also nicht, wenn ihr die Lizenzen habt, habt ihr auch gleichzeitig die Sicherheit. YouTube claimt und sperrt, was das Zeug hält. Ja, aber jedes Video, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, wird gelöscht, gesperrt oder wird geclaimed. Es ist nur geclaimed, also gelöscht wird es noch nicht. Ja doch, die gehen schon mit Löschvorgängen vor. Das haben ja schon richtig viele geschrien, ey, ich hab doch die scheiß Lizenz, warum löscht ihr meine Videos? Ja, das habe ich bis jetzt nur, also bei ich mir... Ich hab schon da einen, zum Beispiel, na gut, ich sag jetzt nicht den Namen, aber ein Synchronsprecher, der halt die Rechte dazu hat, das zu synchronisieren. Seine Videos wurden einfach gelöscht.
Ja, nee, aber es, also ich hatte das Problem noch nie. Bei mir wurde immer gesagt, ja, ich wurde geklemmt und dann habe ich die Freiheit, ob ich das Ding halt entferne oder ob die es dann entfernen.